Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Detroit Stories Box von Alice Cooper. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Detroit Stories von Alice Cooper, das Ganze am 26. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, der alte Rocker ist zurück, Alice Cooper mit einer neuen Box. Als allererstes werden wir mal die Folie entfernen. Einmal hier aufschneiden. Und dann machen wir die Folie ab. So, wunderbar. Also, wir haben hier eine quadratische Box. Auf dem Cover der Box haben wir hier einmal diese beiden Scheinwerfer, die hier in den Himmel geschossen werden, und hier dann das Logo bzw. die Augen von Alice Cooper hier in den Nachthimmel projizieren. Dann sehen wir hier ein brennendes Hochhaus, den roten Schriftzug, sieht fast so etwas blutig aus, Alice Cooper, und darunter Detroit Stories, wobei das D und das E hier unter diesem FSK 12 Sticker verschwunden sind. Ja, DVD ist auch dabei, dementsprechend der FSK Sticker. Rundum zieht sich dann hier diese Hochhaus- und Nachthimmeloptik durch. Und auf der Unterseite haben wir die Infos zu dieser Box. Und zwar lesen wir hier: Limited CD Box Set includes CD, Blu-ray, T-Shirt, Size XL, Face Mask, Torchlight und drei Stickers. Also auf Deutsch haben wir hier die CD, eine Blu-ray, ein T-Shirt in der Größe XL, eine Maske, also hier so ein Mund-Nasenschutz, eine Gesichtsmaske, eine Taschenlampe und drei Sticker. Die Tracklist findet sich hier. Wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Das Ganze produziert von Bob Ezrin. Dann haben wir hier noch die Infos zur Blu-ray, was sich hier drauf befindet. Hier nochmal die Boxinhalte veranschaulicht. Das alles erwartet uns. So, die Beteiligten und Barcode. Das Ganze erschienen hier über Earmusic. Dann schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist hier abnehmbar. So, hier kommen schon die Masken entgegen. Von innen weiß die Box. Und das ist der Inhalt. Als allererstes haben wir einmal die Maske, dann Sticker, 1, 2, 3 Mal. Das Shirt, das hier so zusammengefalten wurde. Weiter geht's mit dem Album. Das kommt hier im Digipack. Dann die Blu-ray in einem schönen Blu-ray-Case. Und natürlich die Taschenlampe, die kommt hier noch in Folie. So, alles aus der Box entnommen. Boxdeckel packen wir wieder drauf. Und dann kann es auch schon losgehen. Die zwei Sachen hier in Folie. Einmal und zweimal. Was lesen wir hier noch? Zeitmesser Werbeartikel Hamburg. Okay, also die sind hier verantwortlich für diesen kleinen Gegenstand hier, also für diese Taschenlampe. So, alles andere zur Seite. Wir starten wie immer mit dem Album. Das ist dieses hier, kommt wie gesagt im Digipack. Hier genau das gleiche Design wie auch auf dem Boxcover, war zu erwarten. Auf der Seite beschriftet, oben noch das Logo von Earmusic. Und auf der Rückseite haben wir ihn, den Herrn, und dann hier noch die Tracklist. Also wie gesagt, 15 Stück, Beteiligte, Labels, Logos und Barcode. Und wir schauen mal rein. So, als allererstes gehen wir wie immer zum Booklet. So, was lesen wir hier wieder? Detroit Stories, Alice Cooper. So, die Tracklist nochmal abgedruckt. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks abgetippt. Also die Lyrics hier Wort für Wort erfasst, plus darunter noch die Credits zum Album. Also alle Personen, die an diesem Track hier mitgewirkt haben, sind hier erwähnt. Können wir hier schön durchblättern und dann haben wir hier wirklich alle Songs zum Mitsingen oder Nachlesen abgetippt. Das Ganze dann hier mit diesem Nachthimmel. Mond ist hier auch mehrmals zu sehen und eben diverse Häuser, also generell so das Artwork recht düster, meiner Meinung nach.
So. Ohne Ende Lyrics. Weiter geht's. Track Nummer 13. Mächtige Gebäude. Und die letzten zwei Tracks sind hier. Und hier haben wir noch die US-Flagge. Gut, so viel zum Booklet. Das kommt hier in dieser Stecktasche. Das Album an sich ist dann hier rechts. Das ist die CD. Kommt hier wieder mit diesem schwarzen Auge. Dahinter schwarz. Und die Credits zum Album, die haben wir dann hier nochmal einzeln aufgeschlüsselt. Und hier dann auch noch Social Media von Alice Cooper und Ear Music. Wunderbar. Gut, als nächsten Boxinhalt haben wir hier eine Blu-ray. Und zwar A Paranormal Evening with Alice Cooper at the Olympia Paris. Also in Paris. Hier gerade scheinbar am Vorbereiten, also am Schminken. Auf der Seite auch wieder beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die einzelnen Tracks, die uns hier bei diesem Live-Konzert erwarten. Hier haben wir insgesamt 18 Stück. Alice Cooper hier wieder in schwarz-weiß abgebildet. Dann die beteiligten Labels. Und so sieht das Ganze von innen aus. Wir haben auch hier wieder ein Booklet. Sehr schön. Schauen wir mal rein. So, hier geht's los. Die einzelnen Tracks nochmal im Detail. Auch hier wieder die Credits. Und dann hier ein Foto vor einer begeisterten Zuschauermenge. Und auf der Rückseite auch wieder die Credits. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist dieses Konzert jetzt erstmalig auf Video zu haben, also in diesem Fall auf Blu-ray. Gab es, glaube ich, vorher nur audiotechnisch und jetzt eben auch hier filmisch festgehalten. Das ist die Blu-ray. Hier haben wir auch wieder Fotos der Band bzw. des Sängers. Moment. So. Jawohl. Und ein schöner, sympathischer Clown ist hier auch noch mit dabei. So viel zur Blu-ray. Als nächstes haben wir die Sticker. Drei Stück. Einmal hier kreisförmig die bekannten Augen. Dann einmal hier das abgewandelte Albumcover. Hier mit dieser Skyline und dem Scheinwerfer mit dem Alice Cooper Schriftzug. Darunter der Albumtitel. Und der dritte Sticker, der kommt im Querformat rechteckig. Auch hier wieder der Albumtitel und der Interpret. Also dreimal, zwei davon eben kreisförmig und einer rechteckig. Als nächsten Boxinhalt haben wir dann die Maske. So sieht die aus. Was lesen wir hier? Detroit Stories, na klar, darunter Alice Cooper. Schwarze Maske mit roter Skyline, weißer Schriftzug. So sieht das von innen aus. Ja, mittlerweile ja nicht mehr ganz so gängig. Die meisten Leute laufen ja jetzt doch eher mit FFP2-Masken rum. Aber für, ja, je nachdem, privaten Gebrauch oder wo auch immer man vielleicht nicht ganz so streng mit FFP2-Masken rumlaufen möchte, kann man dann hier seinen Künstler oder das Album hier repräsentieren. Gut, als nächsten Boxinhalt haben wir noch einmal die Taschenlampe. Das ist die hier. Auch hier wieder gebrandet mit dem Albumtitel. Dann haben wir hier so eine kleine Plastikmanschette drauf, die eben dafür sorgt, dass der Knopf nicht gedrückt wird. Genau. Und damit sich dann eben diese Taschenlampe nicht entlädt in der Box und dann leer bei euch ankommt. So, wir schauen mal ganz kurz. Tatsache. Also man sieht's. Das Auge, die beiden Augen kommen hier zum Vorschein. Also wirklich so wie das Batman-Logo, das in den Himmel projiziert wird, haben wir hier das Alice Cooper-Logo. Die Augen, wunderbar. Ist jetzt auch noch im Licht, aber ich glaube, wenn es dann wirklich dunkel ist und man das in der Nacht irgendwo an die Wand macht oder so, dann wirkt das Ganze nochmal besser. Also das hier in Silber und Schwarz kommt hier mit so einer kurzen Kette und dann hier entsprechend so ein Ring, um es an den Schlüsselbund oder an die Hose dran zu hängen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch das Shirt. Das kommt hier in Schwarz auf der Vorderseite. Überraschenderweise nicht irgendwie das Album-Artwork hier mit diesen Skylines und dem Nachthimmel. Nein,
etwas komplett anderes. Und zwar lesen wir hier wieder den Albumtitel darüber, Alice Cooper. Diesmal nicht in Rot, sondern in Weiß. Und hier dann der gute Mann abgebildet vor einem Ford Mustang, wenn ich es richtig sehe. Muss ich ehrlich sagen, bei so amerikanischen Autos oder generell so Muscle Cars bin ich eher schwach. Also korrigiert mich, falls ich falsch liege. Auf der Rückseite komplett schwarz. Hier gibt es sonst nichts. Ich werde mal ganz kurz schauen, ob man... Ah, okay, da wiegt jetzt auch nicht so viel stärker als auf dem Tisch. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit... Was haben wir hier? Einem Gildan Softstyle. Wie gesagt, ungewöhnlich, aber Größe XL. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das nochmal kurz an im getragenen Zustand, speziell auch in Kombination hier mit der Maske. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier Alice Cooper vor diesem Ford Mustang stehend. Darunter dann der Schriftzug, Detroit Stories, darüber Alice Cooper, wobei der obere Schriftzug so entsprechend verläuft. Und das Ganze dann in Kombination mit der Maske. Jawohl, so sieht das aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt Größe XL. Größe konnte man übrigens nicht frei auswählen, die war in allen Boxen gleich. Dann haben wir die Maske, den Mund-Nasenschutz. Die drei Sticker, zweimal kreisförmig, einmal rechteckig im Querformat. Die Blu-ray, Alice Cooper at the Olympia Paris. Dann die Taschenlampe, schwarz und weiß hier mit dem Alice Cooper Logo, also mit den beiden Augen. Und natürlich das Album an sich, Detroit Stories, im Digipack mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles gibt es in dieser wunderbaren Box Detroit Stories von Alice Cooper. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alice Cooper unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.